2TV beim TUS Buschhausen in Oberhausen und neben mir steht Lina Lombardo. Grüße dich. Grüße dich, schön dich wiederzusehen. Hallo. Lina, die Veranstaltung hier heute, du bist gerade über den Platz gegangen. Genau, ich bin gerade erst rein und habe alle begrüßt und freue mich wahnsinnig. Um 20 Uhr bin ich dran und ich bin natürlich wieder nervös, wie immer, aber gleich alles vorbei und alles geschafft wird schon. Aber draußen ziehst du dir gleich bitte einen Pullover an, ja? Ja, also mir ist gerade warm wegen der Rennerei und den Stress und alles Mögliche. Gleich auf der Bühne hoffe ich nicht zu frieren, aber ich habe ja mein Jäckchen bei und dann alles ist gut. Mach dir keinen Gedanken. Deine aktuelle Single, Verrückt nach dir. Ja, das singe ich gleich. Ich freue mich wahnsinnig da drauf. Ich versuche das Ganze ein bisschen mehr zu powern und sollen alle verrückt nach dir sein und singen und ja, genau. Und die geht ja auch gerade in den Charts ab, wie Schmitz Katze, ne? Da blicke ich nicht so wirklich ganz durch. Ich muss ja selbst immer viel bearbeiten, wenn ich nach Hause gehe und schlafe. Es passiert alles drumherum. Man selber kriegt das nicht wirklich so mit, außer wenn die anderen kommen und sagen, oh, Lina und toll und ja. Also bist du ganz zufrieden mit? Ja, mega zufrieden. Ganz tolle Nummer, ja. Richtig so. Hier dem TUS Buschhausen, den unterstützen wir ja heute mit allem drum und dran. Was wünschst du dem Verein? Ich wünsche, dass sie das ganz, ganz schnell alles wieder aufbauen können, weil das natürlich ganz tragisch war für die ganzen Kinder. Deswegen bin ich auch hier, genau wie die alle anderen Künstler auch. Und hopp, 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 ich hoffe, dass es ganz schnell wieder bergauf geht und die Kinder wieder Fußball spielen können. Lina, ich danke dir. Gerne. Bis nächstes Mal. Verrückt nach dir.